So, Bewegung, Kräfte, Beschleunigung. Wir sind in der 10. Wir gehen es nochmal durch, einerseits, und werden nochmal ein paar Sachen klären. Die Eingangsfrage war, was heißt. Nee. Die Eingangsfrage war, was heißt letzten Endes Trägheit? Trägheit in einem Satz, Trägheit, physikalisch gesehen, ist das Bestreben eines Körpers. Das würde ich mir mitschreiben, eines Körpers, damit ihr das in einem Satz mal hinkriegt. Seinen Bewegungszustand, das kann sein, dass er sich bewegt, seinen Bewegungszustand zu erhalten. Bedeutet in einem Fall, Beispiel, ich habe eine dicke Kugel, die steht, die ist relativ massereich, die liegt da rum. Und ich möchte diese Kugel bewegen. Da muss ich eine bestimmte Kraft dazu aufwenden. Das heißt, ich beschleunige positiv. Oh. Beschleunigung im positiven Sinne. Wenn ich die Kugel schneller machen will, im Plus-Sinne. Beschleunigung im negativen Sinne heißt, ich muss die Kugel abbremsen. Das heißt, wenn die Kugel schon voll dabei ist, sich zu bewegen und ich will sie stoppen, und zwar hier an der Stelle, dann muss ich entsprechende Kräfte aufwenden. So. Und was dahinter steckt, ist die Formel, die kennt ihr, die habt ihr schon gesehen. Die heißt, die Kraft, die ich aufwenden muss, ist abhängig von der Masse und der Beschleunigung, die ich haben will. Das heißt, wenn die Kugel eine große Masse hat, ja, da muss ich mehr Kraft aufwenden. Es gibt noch eine weitere Spezialbeschleunigung. Ich erinnere nochmal an die 7. Klasse. Das war diese G. Das ist die Erdbeschleunigung. Die beträgt 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Da kommen wir aber dann noch drauf zu sprechen. So, nochmal. Die Trägheit ist das Bestreben eines Körpers, seinen Bewegungszustand zu erhalten. Entweder das Ding bewegt sich schon und je träger es ist, umso schwerer ist es zu stoppen. Oder das Ding bewegt sich eben nicht und ich möchte es bewegen, dann ist es umso schwerer zu bewegen, je mehr Masse das Biest hat. Das ist der ganze Trick, der dahinter steckt. Jetzt gibt es Bewegungen verschiedener Art, und zwar beschleunigte Bewegungen und unbeschleunigte Bewegungen. Eine beschleunigte Bewegung ist grundsätzlich eine, die entweder in der Bahn bzw. in der Geschwindigkeit sich ändert. Also beschleunigte Bewegung. Beschleunigte Bewegung und unbeschleunigte. Der Trick ist hier wirken Kräfte. Das heißt, die Summe dieses Zeichen, Sigma, das könnt ihr euch schon mal merken, Summe aller Kräfte auf diesen Körper ist gleich irgendwas, auf jeden Fall größer als 0. Und hier ist die Summe aller Kräfte, die auf diesen Körper wirkt. Es kann auch sein, dass gar keine wirken, gleich 0. Die Summe aller Kräfte muss hier größer 0 sein. Warte mal, das ist ein bisschen. Muss hier größer 0 sein, weil sich das Ding irgendwie bewegt. Also irgendwie anders bewegt als unbeschleunigt. Beziehungsweise unbeschleunigte Bewegung kann auch sein, dass die Geschwindigkeit 0 ist. Wenn also eine Kugel da liegt, auf dem Tisch, und sich nicht bewegt, dann ist das eine unbeschleunigte Bewegung. Bloß, dass die Geschwindigkeit 0 ist. Also V wäre hier 0. 0, und jetzt kann ich mir sogar leisten, mal nicht hinzuschreiben, Kilometer pro Stunde oder Meter pro Sekunde, denn 0 mal etwas bleibt 0. Hier ist V auf jeden Fall anders. Und noch was. Eine unbeschleunigte Bewegung. Wir stellen uns mal vor, wir befinden uns im Weltall und schmeißen einfach auf unserem Flug ins ferne Weltall einfach Müll aus unserer Rakete. Dann wird uns der Müll begleiten, geradlinig. Wenn wir dann eine Bahn, also irgendwie die Bahn ändern und irgendwo unsere Bahn korrigieren, weil wir irgendwo anders hinwollen, wird der Müll geradlinig weiterfliegen, geradlinig. Denn es wirkt keine Kraft, die ihn nach rechts, links
oben, unten, hoch und runter, obwohl es es gar nicht gibt im Weltall, schubst. Und auch keine, die ihn noch schneller macht, von hinten schubst oder von vorne bremst. Eine unbeschleunigte Bewegung muss demzufolge auch entweder null oder geradlinig sein. Achtung! Der Haken ist, wenn ich einen Eisenbahnwaggon auf einer geraden Schiene habe und ich stelle mir diesen Waggon jetzt einfach mal bloß als Wägelchen vor und er bewegt sich geradlinig, dann muss das nicht heißen, dass dieser Eisenbahnwaggon nicht unbeschleunigt ist. Es kann nämlich sein, dass von hinten eine Kraft schiebt oder dass der Motor, der hier drin ist, den Wagen schneller macht. Oder dass die Bremsen, das wäre also der Motor oder irgendwas anderes, was ihn schneller macht, beziehungsweise, und jetzt müssen wir uns mit dem Wort Beschleunigung nochmal anders befassen, dass die Bremsen, die hier sind, den Wagen wieder langsamer machen. Wir sagen im täglichen Sprachgebrauch Bremsen, aber eigentlich ist es auch eine Beschleunigung, und zwar eine negative. Das heißt, die Kraft, die entweder ihn langsamer werden lässt, ist größer als die, die von hinten schiebt, beziehungsweise man kann es sehen, wie man es will. Die Kräfte, die Summe aller Kräfte ist auf keinen Fall null. Und jetzt kommt noch was Verrücktes. Das wäre eine gerade Strecke. Wenn ich einen Körper, jetzt gucken wir mal von oben, ich schreibe es mal hin, das ist von der Seite, und von oben gesehen, wenn ich also eine gerade Bahn habe, welche plötzlich eine Kurve macht, ist das dann noch beschleunigt oder ist das unbeschleunigt? Ich schiebe nicht, ich bremse nicht, gar nichts. Was ist dann? Gut, also, um das Thema dann richtig aufzugreifen, beschleunigte oder nicht beschleunigte, geradlinig beschleunigt, geradlinig unbeschleunigte Bewegung und so weiter, diese vielen, 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 immer zusammenreißen. Diese vielen, vielen Begriffe, die gehen im Moment an euch vorbei, weil ihr keine Ahnung habt, weil ihr in der 7. das letzte Mal Mechanik hatte. Kein Problem, wir machen an der Stelle Schluss und greifen nochmal den ganzen Kram auf. Wer jetzt neu zuguckt und sich sagt, na wie wollen denn die den Crashkurs machen, der sucht einfach meinen Namen bei YouTube, das ist er, und das Wort Mathe dahinter und dann kommt er auf den Kanal und kann es sehen. Ihr wisst es schon. Damit ist dieses Video erstmal hier an der Stelle geschlossen und ihr schaut dann euch den Crashkurs nochmal an, wenn ihr es sehen wollt. Wir machen das jetzt direkt im Unterricht.